Ja, das ist natürlich. Es macht natürlich auch Spaß, ja, gar keine Frage, wenn man gemeinsam irgendwie auch mal ein paar Sachen zusammen machen kann. Ist natürlich eine schöne Sache. Klappt ja auch nicht immer, aber manchmal passt es ja doch. Aber es gibt zum Beispiel auch Leute, die viel lieber auf der Konsole spielen. Ja, ich bin ja zum Beispiel ein Konsolenspieler. Ja, da bin ich dann auch so ein Stück weit halt raus. Weil ich habe keine PS5, ich habe keine Xbox. Ich habe eine. Wir haben eine Wii unten, aber ich habe keine Spiele für die Wii. Es ist keine Wii. Was erzähle ich denn? Es ist eine Nintendo Switch. Seht ihr, ich habe nicht mal Ahnung davon. Da bin ich halt wirklich eine Blindpese. Ich habe früher sehr viel GameCube gespielt. Ja, aber ich bin, was Konsolen angeht, da mache ich mich nur lächerlich. Deswegen, da bin ich dann halt auch raus. Oh, das sind alles nur zwei Spuren. Ist riesig. Ach du meine Güte. Es ist ja schon auch geil, ne? Aber guckt euch doch mal an. Das Ding ist einfach mal so groß wie vier Quadranten. Das ist ein Quadrant. Das Ding ist einfach mal so groß wie vier Quadranten. Wenn ich das so sehe, bin ich halt gleich selber am Bauen, ne? Wollen wir mal selber wieder einen Anschluss machen? So ein Anschlusskreuz? Na komm. Wir machen das selber. Das können wir doch viel besser. Also was will ich denn überhaupt? Ich will hier einen Anschluss. Das soll rübergehen. Sagen wir mal. Ich habe ja nicht mal Ahnung, wohin, ne? Ah, hier ist die Baugrenze, okay. Dann will ich, dass das hier rüber geht. Also wird das hier so sein. Dann müssen wir hier runter gehen. Das ist vierspurig. Vierspurige Autobahn. Wir speichern erstmal, bevor hier alle Stränge reißen. Genau. Bevor hier was kaputt geht. Ne, gebranntes Kind und so. Okay. Okay, soweit erstmal, nicht schlecht. Kann man drauf aufbauen. Mal gucken, was jetzt noch kommt. So, und wir wollen von hier auf 0. Ganz blöd gesagt, eine Straße durchhaben, ne? Okay, da sind Erdölfelder, schon mal gut zu wissen. Das heißt, wir machen. Geht schon mal nicht perfekt. Um Himmels Willen.
kriegen wir das jetzt am besten hin? Okay. So, vielleicht mit einer Hilfskonstruktion? War das smart? Okay. So, und was wollen wir jetzt erreichen? Wir wollen jetzt ja eigentlich, dass jede Spur an alles angeschlossen ist, ne? Vielleicht. Und dann müssen wir hier unten. So. Okay, möge der Spaß beginnen. Okay, so. Wir machen einfache Kurve. Okay, wir machen das einfach. Und wir sagen, können wir den obersten Punkt hier einfach nehmen? Nee. So, mit zweispurig ist sowieso vielleicht ein bisschen doof. Wir machen einspurig. Einspurig und wir versuchen immer vorne an den Zipfel zu gehen. Genau. Und jetzt müssen wir uns, glaube ich, noch was Smartes überlegen, ne? Warum hatten wir eine Steigung drin? Das ist ja auch nervig. Okay, können wir sagen 45 Grad? Haben wir 45 Grad, 90, 56, 56. Sieht jetzt schon weird aus. Nochmal. Vielleicht eher 30 Grad. Ja, wie macht man einen vernünftigen Kreis, ne? Jetzt halt so die Frage, wie kriegt man jetzt hier vernünftig einen Kreis halt hin? Wie weit ist das denn? Das sind 50 Meter, okay. Oha, konstruieren in City Skylines, ich sag's euch. 50 Meter. 50 Meter. Das heißt, wir haben hier 50. Kriegen wir gar nicht so genau hin. Schon mal auch interessant. Machen wir 56.
56 wäre halt die Mitte. Dann sollten wir vielleicht 48 nehmen. Genau. 48 ist besser. Das ist witzig, ne? Weil das sieht nicht aus, als wäre es ein rechter Winkel. Aber gut. Okay. Was ist die Mitte davon? Wäre so. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich muss es wirklich ausprobieren, weil wenn wir jetzt von hier sagen, wir bauen nämlich einen Kreis. Über 48 Meter. Dann wäre das so. Ist, glaube ich, zu weit, weil wir haben ja da eine Gerade, das haut nicht hin. Das haut nicht hin. Obwohl, es würde ein Halbkreis werden, doch es könnte hinhauen. Das heißt, wir müssten von hier... That was truly superfluous. Masterful counterpart. You're listening to Second Moon Radio, the station of levitated tastes. Don't touch that dial. Industry in the region is on the rise, and when business is too klein, Leute, es ist zu klein. There's no sinking this boat, Glenda. Weil ich müsste den Kreis so nach oben rum machen. Oder es ist zu eng einfach. Das Problem ist, es ist zu eng, ja. We're joined today by an expert guest, Professor Nutbutter. Welcome, Professor. Und das würde ein bisschen zu lang werden. Ah, schade. Was ich versucht habe nachzubauen, ich zeig's mal ganz kurz. Vielleicht ist das aber auch eine gute Idee, fällt mir jetzt gerade ein, wenn ich Sachen versuche nachzubauen. Ja, ich habe schon so versucht, das nachzubauen. Ja, weil da haben wir nämlich auch diesen Kreis hier direkt im Bild zentral. Weil die Idee finde ich eigentlich ganz nett. Das wollte ich halt nicht eine Parallelspur haben, sondern wollte diese halt nutzen. Man hätte natürlich auch sagen können, man baut hier... Er snappt halt leider nicht daneben. Ah, es ist schade. Guck mal, der snappt nur da dran, aber... Nicht daneben, das ist voll schade. Warum eigentlich nicht? Ich habe schon alles dazu genommen, aber der nimmt halt nicht parallel. Man höchstens so machen. Es ist natürlich ein ganz schöner Akt, ne? Komplexe Kurve. Wir versuchen es mal mit der komplexen Kurve. Vielleicht kriegen wir es dahin. Es ist halt einfach auch ein bisschen eng. Boah, nee. Gruselig.
Noch 60 Grad. Sieht halt einfach auch wirklich scheiße aus. Man muss es ja so sagen. Es sieht halt einfach auch wirklich scheiße aus. Das ist halt zu viel Höhe, ne? Das heißt aber auch, das Ding muss noch länger werden, damit ich diesen Höhenunterschied überhaupt erstmal hinkriege. Ich sag mal, ist okay. Es ist nicht rund geworden, ne? Bitte. Aber gut. So, das heißt aber, wenn wir sagen, bis hierhin. Jetzt versuchen, das genauso nochmal nachzubasteln. Keine Ahnung, ob das geht. Wahrscheinlich nicht, oder? Oh nee, das kriege ich im Leben nicht mehr hin. Das ist halt so, so unrund geworden. Ich glaube, ich verzweifle daran, weil ich nicht so richtig weiß, wie ich das anstellen kann. Na, es snappt hier dummerweise auch an blöden Punkten ein. Ach so, die sind hier hinten ganz wild irgendwie. Warte mal. So ist besser. So, wenn wir sagen, wir machen 90, 40 Grad. E72. Es bleibt hässlich, ne? Hast fast 2 Stunden im Waiting Room? Holy moly, Sora. Krass. Ich hab die Screenshots gesehen. Also nur ganz kurz erstmal nur, aber holy moly. So, hier sind es 125 Grad und da 180. Das kann ich doch im Leben nicht wieder nachbauen. Das Ding ist, das müsste ja hier so weitergehen, ne? Das heißt, ich müsste ja theoretisch hier auch einen Abzweig
Ich kann nicht hin. Ja, so im Prinzip. Und das dann für alle anderen Positionen auch. Weiß ich noch nicht. So, eigentlich soll es ja auch nur dreispurig werden, sehe ich gerade. Ja. So ist die Idee. Genau. Also, es gefällt mir so schon ganz gut. Ja. So an sich von der Idee. Ich krieg's nur, glaube ich, nicht nochmal so nachgebaut. Das ist so eher das Ding. Ich muss halt immer erst diesen Kringel bauen. Und der muss ja auch hier hochgehen jetzt. Ja, we give it a try. We give it a try. So. Der Anschlusspunkt ist hier. Ja. Nicht schön, aber selten. Bisschen fragwürdig, warum das hier so verschoben ist jetzt, aber gut. Ein bisschen bäulich hier, ne? Oder täuscht das? Ich glaube, es hat eine kleine Beule. Hier, wie so ein kleiner Knick. So, jetzt machen wir die Straße hier auch nochmal einen Moment breiter, dass wir hier den Anschluss vernünftig hingebastelt kriegen. So, komm mal her. Genau, und das wird hier so zurück.
Naja. Man sieht, worauf es hinausläuft, oder? Also, es ist doch, und so, ne? Also, das ist doch ziemlich synchron, oder? Also, man sieht doch, also, was heißt synchron? Parallel. Das ist, ich würde sagen, deckungsgleich. Also, hier eine Spiegelachse in der Mitte, 1:1. Unlike most modern. Symmetrisch, ja. Hier in der Mitte, ich deute mal die Mittelachse an. Hier zwischen ist die Mittelachse und dann kannst du links zu rechts spiegeln, identisch. Copy-Paste. Das hier ist auch nur, das sieht doch nur so aus, als wäre das auf der anderen Höhe. Das ist aber auf der gleichen Höhe. Das ist alles richtig. Interesting news from the city's export division. Sources tell us that our city has more services than we know what to do with. And you know what that means, folks. It means we're not cutting things close enough. Well, wunderbar. No, the point is we're selling it and bringing money into local economy. That's right. You could almost say it's too much of a good thing. Or we could say that we're enjoying a positive trade balance and the economy is booming. More after this. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. So, machen wir das gleiche nochmal auf der Seite, weil es gut geklappt hat. Hilfe. Aber es ist halt wirklich, die Anschlusspunkte wieder zu treffen. Da müsste ich wahrscheinlich stundenlang einfach nur einen Spielstand mit Bauen verbringen. Ich meine, das dauert ja jetzt schon Stunden. Okay, nicht übertreiben, aber ist ja jetzt auch schon nicht gerade wenig Zeit. Guck mal, ich krieg die das gar nicht so weit hin, ne? Naja, so halbwegs. Naja, gut. Naja, da gibt's. Eigentlich gibt's nichts zu beschönigen. Es ist schon ziemlich, ziemlich off, aber okay. Warte mal, hier müssen wir nochmal ran. Ja, so würde ich sagen. Aber das ist okay, außer dass das halt jetzt hier wieder so extrem bäulig geworden ist, wo ich nicht verstehe, warum. Mal gucken, ob wir das ein bisschen geschummelt kriegen. Nee, guck mal hier, das bleibt bäulig.
Ist ja unangenehm. Das kriegen wir hier ein bisschen begradigt. Okay. Naja, es bleibt halt wie so eine Buchte, ne? Aber guck mal, schon haben wir drei von... Komm hier runter. Komm hier runter. Ja, fehlt nur noch eins. Es ist das perfekte Kleeblatt. Es ist das perfekte Kleeblatt. Das ist das Kleeblatt, wonach man immer sucht, wenn man... Wenn man vierblättrige Kleeblätter sucht, das ist das Kleeblatt. Das ist das, was man sucht. Oh, hier stimmt aber was nicht. Ja, das sollte hier eigentlich dreispurig sein. Genau. Das sollte hier vierspurig sein zwischendurch. Genau, und dann wieder dreispurig, dann wieder vierspurig und hier hinten eigentlich dann wieder dreispurig. Okay, ja, so macht das Sinn. So macht das Sinn und deswegen ist das jetzt hier auch erstmal vierspurig. Okay, passt. So, dann wollen wir nochmal den letzten Kringel hier mit hinzufügen, oder? So, muss ja ein bisschen höher gehen. Viel zu wenig. Ja. Ein bisschen zu flach ist er. Ein bisschen zu flach. So ist nicht verkehrt. Was habe ich mir denn hierbei gedacht? Was ist denn hier los? Was ist denn? Aber fairerweise, das Kleeblatt hier unten ist ziemlich lost, aber der Rest. Ich bin nicht unzufrieden. Das Ding ist riesiger geworden, als ich dachte, aber sonst. So, hier noch mal ein bisschen was dazu. Wir gucken uns das Ding gleich noch mal in voller Schönheit an. So, wir müssen hier nur noch ein paar Sachen korrigieren. Okay, das geht hier nicht. Interessant.
Ja. Ein bisschen sehr. Ja, der eine ist halt hier, der ist echt verkümmert, ne? Also, kann ja fast nicht anders sagen. Ist schon. Weil die sind auf der ähnlichen Höhe. Die sind auch auf einer ähnlichen Höhe. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Aber das Ding hier ist so. Ich meine, es war der erste Versuch. Vielleicht nutzen wir die Chance und korrigieren den nochmal. Er müsste auch ein bisschen weiter hinten ansetzen, ne? Okay. So. Neuer Versuch. Okay, jetzt ist es gleich extrem übertrieben groß. War zwar besser, aber irgendwie auch ein bisschen too much. Herrlich, jetzt ist es viel zu groß geworden. Kleeblätter bauen. Leute, das macht so viel Spaß. Ihr solltet das ausprobieren. Ihr solltet das ausprobieren, unbedingt. Jeder sollte mal in City Skylines selber ein Kleeblatt-Autobahn... Was ist das überhaupt? Dreieck? Nee, Autobahnkreuz. Gebaut haben. Das kann ich einfach nur empfehlen. Es wird einfach immer riesig. Was ist denn los? Vorher war das so ein verkümmertes Ding und jetzt wird das immer riesig. Was ist denn das? Ich kann mir nicht helfen. I don't get it. Aber ist okay, komm. Komm, nehmen. So wie das. This is Second Moon with J. Thomas Hornbuckle. Before we dive into our next selection, I'd like to take a few memento moris to elaborate on the formal structure of the symphonic work. For our newer, less able listeners, first, we will be dancing through the al dente section. Genug Rating-Ruf für heute. Aber ich habe noch nicht alles gesehen, habe ein Video geschaut, wo ich gesehen habe, dass das bis zu 5 bis 6 Stunden geht. Holy moly, Sora. Das Leben ist auch zu kurz für sowas, oder? The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java mate. Or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. We're live, and we're getting reports about a traffic accident somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched, and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. Ah, schade. Müssen wir den doch nochmal anpassen hier. No use reminding you. Meanwhile, expect delays and drive safe. Thank you.
Naja. Ich glaube, höhentechnisch ist das auch nicht alles ideal. Nö. Aber hey, es steht. It's done. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt noch nicht ideal. Das muss noch angeglichen werden, wenn wir denn die anderen Straßen haben. Ja, das kriegen wir hier vielleicht noch ein bisschen besser hin. Ja, das bleibt jetzt leider noch ein bisschen hässlich, weil wir die Straßen hier noch nicht bearbeiten können. Das muss jetzt mal so bleiben. Ich hoffe, das Spiel kriegt sich da wieder gefangen. Oh, sieht erstmal ganz gut aus. Strom ist noch ein Problem. High Voltage Lines. So, Stromnetz erweitert. Und ja, das ist es dann also. Hier, das selbstgebaute Kleeblatt. Halten wir einen Moment inne und genießen es. Es ist egal, wie weit ich... Also ich bin immer größer geworden, seht ihr das? Es war jetzt hier mickrig, ist dann größer geworden. Immer größer. Und jetzt ist das kleinste, naja... Ja, da es sehr wahrscheinlich ist, dass das hier auch irgendwann auf YouTube landet, im Uncut-Kanal. Viel Spaß. Viel, viel Freude damit. So, in der Zwischenzeit, wir haben jetzt ja hier einen Anschluss. Ich bin sehr gespannt, ob das hier überhaupt genutzt wird, ne? Also, naja, okay. Naja, gut, doch. Naja, okay. Doch, doch, doch. Es wird genutzt. Ist halt eine richtig ordentliche Umgehung geworden, ne? Bis hier sogar. Ja. Na, mal schauen. Naja, man kommt halt... Also, ich bin ja nicht ganz unzufrieden, ne? Weil man kommt halt so auch über diese Schnellstraße in das Industriegebiet hier, ohne dass man hier durch die City ballern muss. Das ist ja schon auch so ein bisschen der Gedanke dahinter. Ja, mal sehen. Wir beobachten das, wir beobachten das. So, Gewerbe wird hier halt immer noch gefordert ohne Ende. Aber ich will irgendwie gar nicht. So vielleicht. Hier will niemand Gewerbe. Hier wollen sie Gewerbe haben, okay. Den Stadtteil habe ich heute auch noch gar nicht ausgebaut, ne? Weil hier ist halt ganz viel Schule. Und ich kann halt hohe Gewerbe halt auch noch nicht. Da brauche ich erst Level 9. Habe ich ja noch nicht. Industrie können wir weiter ausbauen. Da würde ich wahrscheinlich hier nochmal eine Straße drumherum setzen.
Hang zu steil, das ist aber auch wild. Ach so, doch, ich sehe schon warum. Das wird hier eine Vollkatastrophe. Sage ich jetzt schon voraus. Call ich schon. Das sieht jetzt schon grauenhaft aus und das wird's auch. So. Industrie, let's go. Die Straße werde ich wahrscheinlich noch hier weiterführen und dann reißen wir hier den Leinenteil wieder ab. Ja. So, damit ist der Industriebedarf erstmal gedeckt. Heißt mehr Arbeitsplätze. Wir können ja mal ein bisschen schauen, ne? Wie ist denn so die Stimmung? Da hinten fehlt Freizeit, okay. Communication ist geil, Post ist so lala, Transport gibt's halt gar nicht. Gibt ein paar wilde Taxis. Schule, verstehe ich nicht, dass die in der Industrie Schule haben wollen, habe ich noch nie verstanden. Verwaltung, Polizei ist okay. Abfallwirtschaft, Feuerwehr, das passt. Krankenhaus, kein Krankenhaus gebaut hier hinten, das ist aber noch wichtig. Überlappendes Gebäude. Was ist denn da für ein Gebäude? So, ah. Das muss hier mit hin. Dann müsst ihr durch. Oder wir setzen es hier hin. Ja, das muss sein, definitiv. Zusätzlicher Platz für weitere Patienten. Könnte man später hier anbauen? Was ist das? Weitere Krankenwagen. Ja, fühle ich noch nicht. Das fühle ich noch nicht. Das fühle ich noch nicht. Was ist das denn? Achso. Okay, Kipplaster. Und guck mal, kaum hat man den Industriesektor gepusht, geht die Nachfrage wieder nach oben. Aber guck mal, das lohnt sich schon. Wo wollen die denn hin? Die wollen... Limousine, Ziel ist die Elisabethstraße. Wo ist die denn? Ach so, da fahren die jetzt lang. Ja, aber das ist doch voll gut. Damit müssten wir doch eigentlich hier auch den Teil entlastet haben. Wenn die jetzt hier mehr rüberfahren. Guck mal, hier fahren sie vor allem morgens lang. Morgens, wie viel denn? 100 pro Stunde? Yay, Meilenstein 7. Nice. Kann ich gut gebrauchen. Und hier fahren sie... Ach, guck mal. Aber fast das Doppelte, ne? Fast das Doppelte, aber hauptsächlich abends. Fahren hauptsächlich abends hier in die Stadt. Interessant. Und hier fahren sie hauptsächlich abends raus aus der Stadt. Wie sieht's auf dem Broadway aus? Ja, auf dem Broadway ist morgens Rush Hour, aber trotzdem im Allgemeinen ist nicht so viel, ist okay. Allgemein ist nicht so viel, das geht schon klar.
Das läuft hier auch. Wir könnten so langsam mal über Nahverkehr nachdenken. Ich habe noch nicht alles freigeschaltet, obwohl Busse könnten wir schon. Aber wo würden sich denn halt Busse lohnen, ne? Also hauptsächlich ja ins Industriegebiet, könnte ich mir vorstellen. Also hier vor allem. Na, da reicht doch vor allem das Freizeitangebot reicht hier nicht, sehe ich gerade. Okay. Ist in Ordnung. Ist auch ein bisschen mau. Hier reicht's gar nicht und hier gibt's gar nichts. Da könnten wir doch eigentlich hier noch einen Park hinsetzen, oder? Zack. Happy Customer. Machen wir hier. Da oben fehlt's. Another letter from our erstwhile listeners. What's up, honey? Me and my sister love you. Oh, that's nice. Y'all got clarinets and violins, but you got something most music these days ain't. Oh, let me guess. Lineage traced back to the great Hayden himself. Taxi ist halt so ein Ding, ne? Let's see here. Taxi und Busse. Oh, yeah. A raison d'être, delicious. My sisters say whoever you got playing the keys got more funk in his pinky. But I told her that ain't funk. That's cool. Oh, das war ein Busdepot. Yes, indeed. Das wollte ich gar nicht. Most exacerbating. Classical music has been known since. Ich wollte ein Taxidepot eigentlich. Funk by contrast is an entirely modern conceit, and you'll find none of that here. Funk, as they say, is for the layperson. Now, let's hear another one of those soulful cans. Taxizentrale. Mehr Platz für Taxis. Ja. That's not exactly what an increased death rate measures. Either way, if everybody is dying, that gives me the creeps. That's a wild overstatement. Are you trying to make people panic? Okay, sehr gut. Angestellte 24%. Aktive Fahrzeuge noch keine. Fahrzeuge in Wartung, okay. Clear up the mess. We'll be back after this. A housing shortage is driving up prices in the area. That's right, Linda. But apparently that's not all good news. So, dann können wir aber mal ein paar Haltestellen für Taxis machen. So. Könnten wir da welche gebrauchen? For example, consider capital. One final question, Professor. Is the housing shortage going to make me richer? By certain metrics, perhaps yes, in the short term. I like the sound of that. But what we are discussing is the study of a statistical abstraction and its effect on the human faith. Thank you, Professor. It is a question of priority. Ich mach mal recht wenig Taxis. Will mal sehen, was die für eine Auswirkung haben. Oder ob ich das überhaupt merken kann. Aber wenn wir wenig Taxis stellen, also hier oben wäre dann nochmal einer. Hier erstmal nicht. Dann könnten wir hier noch einen ransetzen. Muss ja denn eigentlich auch erstmal reichen. Wir sind unterwegs? Ja, passt. Können wir da irgendwie Geld? Wie sieht's denn aus? Können wir da was machen? Okay, wir können Bergbau noch mit. Sonst haben wir nichts weiter freigeschaltet. Ja, okay. Habe ich irgendwas übersehen? Oh, die Geschichte. Never mind.
Lass mal nochmal gucken, was haben wir denn jetzt hier freigeschaltet eigentlich? Meilensteine Stufe 7. Den Erz und die geschlossene Wohnanlage. Okay. Wie machen wir das denn? Ah, das ist so eine Richtlinie. Okay. Geschlossene Wohnanlage. Hier sind nur Personen, die innerhalb dieses Bezirks leben oder arbeiten, zugelassen. Dies erhöht das Wohlbefinden und der Bewohner und verringert die Kriminalität im Gebiet. Stadtdienstleistungen sind davon nicht betroffen. Hm. Ja, Lastwagenverbot können wir jetzt machen. Auch gut. Ist so ein Thema für die... Ja, oh, hier können wir die Lastwagen eigentlich durchaus verbieten. Genau. Aber die sind sowieso schon happy ohne Ende, ne? Sorgt wahrscheinlich eh nur dafür, dass sie noch mehr Leute herwollen. So, dann sollen sie mal bauen. Wir haben jetzt hier so den Bezirk noch ein bisschen erweitert mit anderen Gebäuden. Und ich würde hier oben dann schon wieder anfangen, mehr Fußgängerwege und dann halt auch mehr Einfamilienhäuser. So. Sieht jetzt erstmal recht geradlinig aus, aber ich will hier halt ein bisschen flexibler werden. Das frisst halt einfach sofort enorm viel Platz. Aber sei es drum. Wir machen es mal ein bisschen... Ja, also, ne? Man sieht ja das Drama. Da dürfte das Spiel ruhig ein bisschen flexibler sein, ehrlich gesagt. Aber gut.
Oh, so sieht ja fast nach einer Wohnsiedlung aus. Wir sind ja auch meistens hier mit so kreuz und quer, Grundstücke links, rechts, überall. So. Ja, da wird es natürlich jetzt voll und dann wahrscheinlich auch laut. Gute Nacht, Ostpreuße. Schön, dass du da warst, mein Lieber. Bis bald, ne? Donnerstag. Donnerstag. Wenn nichts dazwischen kommt. Donnerstag, wenn nichts dazwischen kommt. Genau. Kann ja immer mal passieren, aber geplant ist es natürlich nicht. Sieht doch hier eigentlich schon ganz nett aus. Das sind die zu hohe Mieten, okay. Tobias Domalo, dankeschön fürs Folgen. Ich wünsche dir einen schönen guten Abend. Hallihallo. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Wir sind hier ganz fröhlich am Basteln. Ganz fröhlich am Basteln, am Stadt-Upgraden. Und ich brauche mal wieder Industrie. Mehr Industrie und ich brauche eigentlich viel mehr da oben. Wir müssen diesen Bereich hier eigentlich angreifen. Also hier oben ist sowieso alles Tutti Frutti, aber hier, das ist so... Hier ist halt viel Kaufkraft, die wir noch nicht so richtig abschöpfen. Ja. Dir geht's gut? Das freut mich. Mir soweit auch. Dankeschön. Alles gut soweit. Ich hatte vorhin einen kleinen Powernap vorm Stream. Das hat mir sehr, sehr gut getan. Das mache ich immer ganz gerne. Manchmal bin ich danach komplett gerädert. Heute aber nicht. Heute war super. Aber ich hätte heute Nachmittag locker 2 Stunden nach der Arbeit pennen können. Dann wäre ich aber auch komplett im Eimer gewesen. Und gut, dass ich es nicht gemacht habe. Aber ich habe meistens nachmittags immer so ein richtiges Formtief. Und wenn ich da nicht aufpasse, dann kann ich nachmittags auch mal schnell 2-3 Stunden pennen. Und dann ist die Nacht aber komplett Fritte. Aber von daher geht's mir gut. Danke. Du meine Güte. Ey, das kann ich so nicht lassen. Das geht so nicht. Nee, das machen wir nochmal neu. Ich mag es ja ganz gerne, wenn es ein bisschen kreuz und quer geht, aber so denn auch nicht. Ja, man macht sich halt damit leider so ein bisschen halt die Straßenführung kaputt, aber also auch diese Baugebiete macht man sich damit halt leider so ein bisschen halt kaputt, aber gut, ist dann halt so. So, dann bauen wir jetzt hier. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte... Ich wollte hier eigentlich gemischte Wohngebäude, weil die bisher eigentlich ganz gut angenommen werden.
Machen die mal den ganzen Block gemischt? Wo ist der nächste Parkplatz? Wo ist eigentlich der nächste Parkplatz? Da drüben. Und der ist bestimmt schon richtig voll. Hier ist das so. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive. And try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. Second Moon Radio with your host, J. Thomas Hornbuckle. Tune in tomorrow for a second chance to hear the music of yesteryear. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. And on to our main feature story. The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. Waren die nicht mehr hier raus? Okay. Die Druckerpresse freigeschaltet. Cool. Thanks, Jim. We'll be back after this. Attraktivität stadtweit und Wohlbefinden im Umkreis. Druckerpresse. Wo packen wir die denn jetzt hin? Könnten wir ja eigentlich hier mit hin. Stört ja nicht. Genau. Zack. Schönes Gebäude. Bisschen random hier vielleicht, aber wieso nicht? Und die Polaris Suiten. Jetzt geht's ja los. Boah, das baue ich aber hier drüben irgendwo hin. Moment. Okay. Ja, es läuft, Leute. Wir kommen so langsam hier richtig in Schwung, ne? 8000 Leute, es kommt so langsam. So peu à peu. Ist natürlich noch kein Vergleich, ne? Von den Größenordnungen her, aber so schrittweise. Prost, Sora. Zum Wohl. So, hier will noch keiner bauen. Es geht halt wieder mal um Arbeitsplätze, glaube ich. Wir haben immer noch einen akuten Arbeitsplätzebedarf. Und ich glaube, ich fange jetzt hier mal an, mehr ist halt auch immer noch ein riesen Markt halt, ne? So. Und für Industrie gehen wir ja immer hier hinten hin. Wie sieht es denn jetzt eigentlich mit der Produktion aus? Zeig mal her. Bisschen Status-Update. 43 Tonnen pro Monat. Ja, ist ja nicht so doll, ne? Ist ja eher so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Für. Wir brauchen Getreide ohne Ende. Die sind hier schon bei 108 Produktivität. Hier irgendwo noch was. Ach so, ja, hier drüben wollten wir noch mal ran. Hier können wir Erdöl nutzen.
Also die Auffahrt hier ist auf jeden Fall beliebt. Wir vielleicht auch größer und zweispurig machen sollen. Wenn die schon so beliebt ist, dann hätten wir vielleicht überlegen können, ob wir das hier dreispurig machen. Ah, kann man sehen, ob das dann später ein Thema wird, falls wir hier... Aber ich sehe es noch nicht, ne? Das ist wahrscheinlich für den Anfang sowieso extrem übertrieben. Ja, aber die fahren hier gerne runter und fahren dann hier rein. Der bringt Gemüse. So, und industriemäßig müssen wir denn hier drüben eigentlich weitergehen. Die Straße schnappen wir uns dazu. Und... Hallo Monty, ich grüße dich. Hallihallo. Wir machen mal hier diese Buchten ein kleines bisschen glatter. Cities bauen? Ja. Genau. Wir bauen heute hier schon weiter eigentlich, ne? Wir haben letzte Woche schon angefangen, hier ein bisschen Cities zu basteln. Ich habe hier so eine Inselkarte mir diesmal rausgesucht. Wir bauen hier so eine Stadt auf der Insel. Eigentlich ganz cool. Ja. Aber wir sind halt wirklich noch sehr am Anfang, ja? Also... Da geht noch einiges. Und wir haben einen Kleeblatt selber gebaut. Erkennt man, oder? Ich bin mega stolz. Ich bin mega stolz. Aber warte mal, hier können wir tatsächlich noch mal ein bisschen kleinen chirurgischen Korrektureingriff. Können wir hier noch mal machen? Ich wollte das Original nicht selber bauen, sondern selber platzieren. Das wäre so groß geworden. Was jetzt am Ende, wenn ich es jetzt mal so drüber lege. Ja, na gut. Wenn ich es jetzt mal so drüber platziere, meins ist nicht viel kleiner geworden. Sind Kleeblätter nicht symmetrisch? Monty, siehst du das denn nicht? Monty, guck doch mal genau hin. Das ist ja wohl 1A symmetrisch geworden. Also ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, was du hier siehst, aber für mich ist das hier symmetrisch. Also, weiß jetzt ja nicht. Ja, hat ein bisschen unangenehm. Weiß ja nicht, was du da jetzt gesehen hast. Also, weiß nicht. Muss die Sonnenbrille absetzen? Ja, das wird sein. Das wird sein. Ist okay. Passiert. Ja, wenn man mit einem flüchtiger Blick. Es ist der flüchtige Blick. Ist Cities nicht Anno, ja? Sorry. Ich verstehe das. Wenn man da nur ganz kurz einmal einen flüchtigen Blick riskiert, dann kann das schon. Kann das schon anders aussehen? Ich verstehe das.
Es fällt mir gerade ein, wenn ich das hier so mache, können wir hier auch eigentlich dreifach Straßen draus machen. So. Und dann machen wir hier so eine Stichstraßen immer runter. Finde ich eigentlich ganz gut. Nur überlegen, was wir jetzt hier mitmachen, ne? Der Bereich hier hinten wäre eigentlich auch geil für so einen Frachthafen oder sowas, ne? Da haben wir das Industriegebiet wenigstens so ein bisschen umrissen. City-Build Games werde ich irgendwie nicht warm. Da schaue ich lieber zu. Vollkommen fein. Vollkommen fein. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ja. Ist mir zu langweilig. Ich will ein bisschen Action haben. Ja. Auch das verstehe ich gut. Und trotzdem so ist das mal was ganz Angenehmes. So zur Abwechslung spiele ich sowas doch mal ganz gerne. So ein bisschen als Kontrastprogramm auch. Ja, doch. Ja. So, dann haben wir das nämlich hier auch schon mal so weit verteilt. Und dann gucke ich mal, ob die das so annehmen oder ob die hier irgendwas zu meckern haben, ne? Was können wir noch machen, seht ihr? Auch eine Idee. Truly superfluous. Masterful counterpart. You're listening to Second Moon Radio, the station of levitated tastes. Don't touch that dial. We're live, and we're getting reports about a traffic accident somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched, and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to. Ich habe mir überlegen, ob ich hier nochmal eine Autobahnauffahrt brauche. Ich habe hier zwei. Hier ist die nächste. Ist hier nochmal eine nötig? Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. Ja, weiß ich noch nicht. Lassen wir mal noch. So, wie sieht's hier aus? Zu hohe Mieten. Ja, aber es gibt doch noch genug Wohnraum. Oder nicht? Brauche ich günstigeren Mietraum? Aber die wollen halt eigentlich geringe Nachfrage nach geringer Dichte. Also die wollen ja hier eigentlich genau das. Ein bisschen verwirrend. Also irgendwie beschweren sie sich darüber, dass die Mieten zu teuer sind. Auf der anderen Seite wollen sie Einfamilienhäuser, die verhältnismäßig hohe Mieten haben. Also, hä? What? Entscheidet euch mal, Leute. Viel Lärm, unzuverlässige Gesundheitsversorgung. Was? Wo? Wer? Warum? Da oben. Okay, verstehe ich. Und da so ein bisschen.
Ja, okay. Na, orange ist halt auch nicht geil. Ja, okay. Fair enough. Anbau. Patienten. Ich glaube nicht, dass wir ein Patientenproblem haben. Brauchen wir in Texas zum Nachbarn 8 Kilometer Abstand? Das könnte ich mir dann nicht leisten, weil dann kann ich nicht bauen. Also, weil ich muss ja tatsächlich die Stadt so bauen, damit ich halt Wachstum bekomme. Und mit Wachstum, hier Bevölkerung erhöht sich, Zufriedenheit erhöht sich. Mit Wachstum kriege ich halt Erfahrungspunkte und dann steige ich im Level, da kriege ich mehr Geld. Und die Leute, je mehr Leute dann halt hier wohnen, desto mehr Geld und yada yada yada. Die Story. So ein Ding ist das. Aber ich könnte hier mal gucken, wir können mal ein bisschen was, was erforschen. Hier. Tiefgarage, sehr nice. Strom. Wasseraufbereitung. Oh, Krematorium. Haben wir Probleme mit Toten? Nee, noch nicht, ne? Geht noch. Verbrennungsanlage, Recycling ist auch safe. College. Nee. Feuerwache, Notunterkunft, die Feuerwache. Es geht halt alles gerade noch, ne? Also Sozialamt schalte ich mal frei. Dann können wir nämlich den Leuten ein bisschen unter die Arme greifen, die nicht so wohlhabend sind. Zug. Zug fühle ich halt auch noch nicht, aber ich hätte Bock auf einen Hafen. Parkpflege. Communication, Postsortier, Serverfarm. Nee, die Punkte würde ich mir auch gerne noch sparen. Wasseraufbereitung, ja, ich fühle ich ja schon so ein. Lösch das mal wieder, der musste raus. Ja, ich verstehe schon, Monty, aber ja, naja, hatten wir letztens das Thema ausreichend. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt auch nicht so den Nerv, drauf einzugehen. Heute nicht. Heute ist mir echt nicht danach, irgendwie politisch zu werden. Sonst droppe ich ja da gerne mal meinen Kommentar dazu, aber heute irgendwie nicht. Ich habe Bock auf ein hydroelektrisches Kraftwerk. Ich habe Bock irgendwie mal zu gucken, wie dieser Staudamm funktioniert. Ich bin nicht sicher, ob der fehlerfrei ist. Ich habe da irgendwie was gesehen. Aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Und straßentechnisch Tiefgarage wäre geil. Mehr Punkte habe ich dann aber auch nicht. Aber ich habe halt immer so ein bisschen Sorge dafür, so viel auszugeben. College. Wir müssen eigentlich auch in die Bildung wieder investieren. Es könnte nämlich schnell passieren, dass die uns hier... Was ist jetzt los? Warum ist das hier so duster? Okay. Es könnte nämlich auch schnell passieren, dass die uns aufs Dach steigen, weil die Leute nicht ausreichend ausgebildet sind. Das passiert ja auch gerne mal. So, Sozialamt. Muss man auf Produktionsketten oder sowas ähnliches? Ja. Ja und nein. Also alles, was man nicht selber produziert, wird grundsätzlich erstmal importiert. Ja, das heißt, du hast hier so eine Produktion. Und ein bisschen was produziere ich auch, aber der Großteil wird halt einfach importiert. Also das Defizit wird immer importiert. Das liegt daran, weil wir halt so große Bedarfe haben.
Weil wir halt viel verarbeiten. Ja. Also wir produzieren hier relativ viel Nahrung. Dafür brauchen wir aber Getreide und Nutztiere. Wir produzieren sehr viel Fertignahrung hier, ne? 310 Tonnen pro Monat, aber ich kann nicht alle grundsätzlichen Rohstoffe dafür zur Verfügung stellen. Ja, wir produzieren noch relativ viele Medien und Möbel. Und für die Möbel bräuchte ich halt deutlich mehr Holz. Das hält sich gerade so die Waage. Aber... So, das ist sogar noch ein Fertigprodukt. Das ist Metall, Holz geht... Genau, ja. Also, theoretisch schon. Großes Aber, denn... Großes Aber, denn... Ja, was soll ich sagen? Es geht auch ohne. Es geht halt auch ohne. Du brauchst es halt nicht zwingend, weil alles andere eingekauft wird. Also das macht dir halt so ein bisschen halt natürlich deine Städtebilanz madig. Aber so richtig schlimm ist es auch nicht. Also... Notfalls ziehen wir die Steuern ein bisschen an. Ja. Und du hast halt auch nicht alles. Also die Karte, du kannst auch nicht über alles bauen, sondern die Karte hat halt gewisse Bereiche. Wir haben Rohstoffe, ne? Also die Fruchtbarkeit hier ist in grün. Das blaue sind Erze. Das braune ist Öl. Also Rohöl hier. Darauf muss man so ein bisschen achten. Deswegen habe ich hier die Farmen halt auch so gebaut. Nutztiere kannst du theoretisch überall bauen. Denen ist es wurscht. Steine kannst du überall bauen. Wald, dafür braucht man, okay, Überraschung, Holz. Erze haben wir hier. Und da muss man aber noch gucken, Wasser ist auch noch so ein Thema. Hier, das ist Grundwasser. Ja, hier greifen wir zum Beispiel das Grundwasser an. Und haben hier ein Geothermiekraftwerk. Also das macht hier halt schön fleißig Strom, 164 MW. Das ist sehr geil. Können wir mal gleich gucken. Strom, wir produzieren 190 und brauchen aber selber nur 37, also den Rest verkaufen wir. Ist auch gut. Und ich brauchte unbedingt das Geothermiekraftwerk, weil meine Windkraftanlagen hier kaum was produzieren. Das ist halt so, ich habe dummerweise hier keine gute Windlage. Wir können uns das hier mal angucken. Luftverschmutzung hier. Ja, der Wind, ja, man sieht hier die Windpfeile, aber die Menge an Wind ist leider recht wenig. Also, ich habe nur 50% Wirkungsgrad. Das ist ein bisschen wenig eigentlich, aber naja. So, Parkpflege setzen wir hier noch mit hin. Damit unsere Parks auch schön sind. Ja, und da muss man halt natürlich so eine Versorgung im Auge behalten, dass das läuft. Katastrophenschutz ist hier zum Beispiel noch nicht sonderlich gut. Da können wir hier noch ein paar Notunterkünfte setzen. Für einen Havariefall. Zack. Reicht sogar schon. Könnte man noch einen hier drüben platzieren. Und dann sind die schon mal happy. Aber ich glaube, hier fehlt auch noch einer. Dann haben wir erst einen. Das ist halt Gott sei Dank so ein ganz kleines Gebäude, was du halt irgendwo immer mit so ein bisschen reinwurschteln kannst. So. Genau, dann muss man halt hier immer mal wieder gucken, wie läuft's halt, ne? Und das ist halt hier so die Telekommunikation. Da sehen wir, dass hier hinten noch keine Kommunikation ist. Sehr tiefgreifendes Spiel, ja. Aber eigentlich auch nicht so schwer. Aber ich habe auch noch nicht alle Abhängigkeiten so richtig verstanden, bin ich auch ehrlich.
Also es ist schon viel, aber es ist in der Masse ist es viel, aber im Detail geht's eigentlich. Ja, also es wird dir auch einiges abgenommen. Es ist jetzt nicht so sonderlich erschreckend, dass man das Gefühl hat, so man kommt gar nicht klar. Nee, es ist schon in Ordnung, man hat schon eine Übersicht. Ja, also jetzt haben wir hier die Kommunikation ein bisschen verbessert. Oh, guck mal hier nochmal. Also diese Karten sind halt wichtig, ne? Sieht man hier auch ganz gut. Ja, alles was so... Kann man sich auch hier angucken. Also man muss halt immer so ein bisschen gucken auch... Was bedeuten die Farben? Netzqualität. Das zeigen die Gebäude an. Wie die Netzqualität ist und die Telekommunikation ist halt hier dieses Overlay sozusagen, ne? Also sobald die Gebäude... Ja, hier ist zum Beispiel so ein bisschen kritischer. Ja, die Gebäude haben hier relativ schlechte Kommunikation. Da können wir aber mal gucken, weil wir können ihn hier auch upgraden. Die Netzabdeckung. Mehr Datenverkehr. So, dann kriegen wir hier vielleicht ein bisschen... Das erweitert. Das Netz. Im Zweifel muss ich hier unten nochmal einbauen, der das dann halt hier ein bisschen mit abdeckt, oder? Können wir mit dem auch ran? Mal sehen. So muss man immer so ein bisschen spielen halt und gucken. Das pendelt sich dann auch ein. Kriminalität wird gerade ein bisschen bemängelt, aber das liegt an der Straße hier, die gehört mir aber nicht. Entschuldigung. Beziehungsweise, ich habe halt keinen Zugang auf diese Straße, das heißt, wenn ich hier eine Kreuzung machen würde, würden die Polizisten auch hier langfahren, aber die kommen halt auf diese Straße nicht und deswegen schimpfen sie. Sonst ist Kriminalität hier hervorragend. 3% Wahrscheinlichkeit ist halt, ja. Verwaltung, da haben wir hier ja das Sozialamt gerade gebaut, da hinten ist natürlich nichts. Hier geht's. Bevölkerungswohlbefinden, es sind halt die Gebäude und die Netzabdeckung sind die Straßen. Das ist in Ordnung. Bildung. Ja. Und die Bürgerbildung. Der Großteil ist leider schlecht ausgebildet. Wir sehen auch hier den Bedarf. Nach College und Universität sind eigentlich recht wenige. Nur 70 Leute würden ins College gehen. Dafür ein College zu bauen, so kann man schon mal machen. Dann werden sie wenigstens ein bisschen smarter. Die Leute. Jetzt mal überlegen, müssen wir eigentlich im nächsten Schritt mal angreifen. So, das ist der Wohlbefinden-Bonus durch die Grundschule. Na, der ist ja eigentlich fast unerheblich. Genau. Aber ja, Universität, College. Das wird natürlich, je größer die Stadt wird, je mehr wird das natürlich auch. Ja, ganz klar. Transport. Wir haben halt bisher nur Taxi. Wird relativ gut angenommen. Ich glaube, mache ich damit überhaupt Geld? Ich weiß gar nicht. Post. Postverfügbarkeit. Oh, okay. Angehäufte Postsendungen sind noch relativ wenig, aber ich glaube, ich habe hier hinten auch gar keinen Briefkasten. Warte mal. Nee, ich habe hier keinen Briefkasten. So, und schon sind die ein bisschen zufriedener, was das angeht, aber Postrate 25.000, ich glaube, mein Postzentrum
reicht nicht aus. Wir machen mal mehr Postautos dazu. Und mehr Kapazität. Ich wünschte, ich könnte hier tatsächlich noch eins daneben setzen. Das ist ja doof. Mal sehen, ob das das Problem grundsätzlich mit der Post ein bisschen besser löst. Bearbeitung 19.000. Da müssen wir wahrscheinlich mal warten. Notfalls ein größeres Postzentrum bauen. Jo, das College. Würde ich wahrscheinlich sogar erst hier oben hinsetzen und dann für die ganze Stadt nutzen. Mal hier noch machen. Erweitern. College-Bibliothek dazu. Bessere Abschlusschancen. Genau. Das war jetzt wahrscheinlich nicht mal so clever gerade. Mist. Weil hier nämlich eine Straße ist. Die ist dreispurig. Da müssen wir da auch die dreispurige weiterführen, sonst bringt das nichts. So ist besser. Okay, so was haben wir hier noch? Strom, Staudamm, ja. Und Transport, Hafen. Den Hafen habe ich noch nie gebaut. Passagierschiffe operieren von Häfen. Okay, Bau eines Hafens. Finden Sie den passenden Platz am Ufer. Achten Sie darauf, dass Wasser genügend Platz zum Hafen hat. Okay. Seewege. Okay. Und schiffbare Korridore im Wasser, denen Schiffe fahren können. Okay. Okay. Frachthäfen. Weiter Seeweg, auf dem Schiffe fahren können. Mal gucken. Na, hier passt wahrscheinlich gar nicht so viel durch. Okay. Interessant. Frachthäfen. Platz am Ufer, okay, ja, ist klar. Ja, weil die Idee war ja gewesen, hier vielleicht einen Hafen mit hinzusetzen. Ja, moin, okay. Prinzipiell ja eine schöne Idee, sagt das Spiel. Ach so, okay. Ich baue das Ding jetzt hier. Geil. So, und wir bauen hier natürlich noch eine schöne Straße mit hin. Nein, das passt nicht. Oh Leute, es ist schon 12. Ich muss langsam an Feierabend denken. Denn mein Tag morgen wird relativ stressig wieder. Und deswegen können wir
hier heute leider nicht extrem überziehen. Sondern ich muss so langsam an Feierabend denken. Auch wenn ich gerade richtig Bock habe, hier diesen Hafen weiter zu planen. Aber das wird dann halt so ein Thema fürs nächste Mal werden. Weil ich richtig Bock habe zu sehen, wie das Ding hier funktioniert. Vor allem, wir können hier noch weitere Kräne anbauen. Eisenbahnverbindung, Lagerhäuser. Auch auf dem Wasser. Sehr geil, aber ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Wir werden es sehen. Ich hoffe, man sieht hier auch ein bisschen was. Ein bisschen was animiert. Es fährt ein bisschen was. Eine Schifffahrtsroute fehlt natürlich jetzt auch noch komplett. Aber wir müssen hier natürlich jetzt auch noch eine Schifffahrtsroute irgendwie machen, weiß ich noch nicht. Irgendwie ja hier mit entlang. Richtung Außengrenze ja irgendwie. Gehört mir alles noch nicht. Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Müssen wir ausprobieren. Vielleicht war es auch eine Fehlinvestition. Weil ich... So, guck mal hier. Okay. Wir müssen uns bestimmt an diesen Routen halt orientieren. Ah ja, die können wir so ziehen, okay. Ah ja, schaut mal hier. So läuft das. So läuft das. Okay. Da hat der Hafen aber was zu meckern. Und jetzt können wir hier wahrscheinlich dann Schifffahrtsrouten mit anderen Straßen, ja. Das ist jetzt die Frage, können wir das jetzt hier schon verknüpfen? Wenn das nicht mir gehört? Tatsache. Das ist natürlich cool. Okay, das geht. Das muss ich nicht kaufen. Okay, nice. Läuft schon. You're tuned into Second Moon, the channel where the classics never grow old. And on to our main feature story. The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java Mate. Okay. Or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. This just in from traffic. If you're thinking about hitting the streets, you can expect delays. Und schon haben wir zwei Plätze. Especially during rush hour. Good to know, zwei Routen. Seems like everyone is in a hurry to get somewhere fast. It's worth slowing down. And if you can, plan your trip outside the rush. Oh, I don't know. I'd rather wait an hour in traffic than to have to start thinking about everything. Aber wie kann ich den denn vergrößern? Besides, if I did that, I'd never get anywhere. Wachthafen? Nicht. Muss ich einen zweiten bauen? Okay, das könnte natürlich auch sein, dass ich für weitere Anlegeplätze, weil ich habe jetzt nicht gesehen, ob ich noch weitere Anlegeplätze halt hinzufügen kann. Aber wie dem auch sei. Sehr cool. Könnte natürlich jetzt so ein bisschen unser Import-Export verschieben. Und mal sehen. Da kommt ein Schiff. Mal sehen. Beim nächsten Mal. Wachtschiff. Auf Transportroute 1. Ah. Wir werden das beobachten. Wir werden das beobachten, aber Hafen ist erstmal am Start. Die Industrieinsel gefällt mir übrigens auch sehr gut, dass das hier so eine Industrieinsel wird. Weil die sollte ja hier eigentlich dann auch später eher für
für die Stadt genutzt werden, ne? Sieht gut aus. Wir sind bei 10.000 Leuten, die jetzt hier eingezogen sind. Auch sehr gut. Hat Spaß gemacht, Leute. Ich werde jetzt aber Feier machen. Wir sehen uns Donnerstag wieder. Ich hoffe, ihr seid noch mit am Start am Donnerstag. Wir spielen SnowRunner. SnowRunner gibt es am Donnerstag. Und am Freitag auch. Und wäre schön, wenn ihr einschaltet. Ja, wir testen dieses Spiel. Ich habe es im Stream noch nicht gespielt. Ich kenne es eigentlich schon. Wir gucken mal, was es da so Neues gibt. Und für alle, die es noch nicht kennen, vielleicht ist das was für euch. Ist auf jeden Fall auch sehr chillig. Wir fahren ein bisschen LKW. Und dann starte ich am Wochenende mal eine Umfrage auf dem Discord-Server. Und dann bin ich mal gespannt, wie ihr das so gefunden habt, wie euch das gefallen hat. Ja, da könnt ihr dann einfach eure Meinung kundtun. Ist mir sehr wichtig. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Und gerne bis zum Donnerstag. Würde mich sehr freuen. Ne? Von daher, macht's gut, ihr Lieben. Und vielen Dank fürs Einschalten heute hier, ne?